Freunde, willkommen zurück zum Level by Level Format. Dem Format, wo wir uns einen Standard-Account schnappen, den von Level 1 bis 42 komplett hochleveln und euch versuche, auf dem Weg so viel wie möglich dabei zu erklären. Das heißt also, wie verarbeite ich gewisse Audio-Cues, warum renne ich irgendwo auf einer Map entlang zu einem gewissen Zeitpunkt und so weiter und so fort, dass ihr halt so viel wie möglich aus meinem Gameplay halt lernen könnt. Oder, ja, halt einfach vielleicht so ein paar Sachen, die ich halt mache, die schief laufen, dass ihr die halt so ein bisschen aus dem Weg gehen könnt. Freunde, die Leute, die neu sind, ich bin der Nico, der Twisted, schön, dass ihr am Start seid. Und Freunde, wenn euch das Format gefallen sollte, denkt dran, auf jeden Fall den Algorithmus so ein bisschen durchzuspielen, also Like, Kommentar und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen auch lasst ein Sub da, denn dann verpasst ihr auch nichts von den Formaten in Zukunft. Und jetzt erstmal rein in unser Loadout. Wir werden heute zum allerersten Mal auf jeden Fall in erster Linie einen Abstecher in Richtung Customs machen, denn wir haben halt die Extortionisten, das ist einmal die, den Unknown Key, den wir da rausholen müssen, und dann müssen wir uns so schnell wie möglich in Richtung, ja, Wasserfilterhalle, die Ecke da bewegen, dass wir dort halt auch, beziehungsweise Stromschalterhalle bewegen, dass wir dort halt das Quest-Item rausholen können. Und ansonsten, wir haben immer noch Luxurious Life offen, wir haben noch diese Levers, die wir ebenfalls noch machen müssen, heißt also, das wird jetzt erstmal so ein bisschen der Fokus sein. Ich denke mal, wenn wir heute ganz gut durchkommen mit The Extortionist, dann werde ich heute Luxurious Life ebenfalls auch noch versuchen abzuschließen auf Ground Zero, das heißt, dann haben wir hoffentlich unsere letzte Ground Zero Quest an der Stelle. Ja, und ansonsten, Freunde, wir fangen, wie gesagt, auf jeden Fall mit Customs an, das wird unser Fokus sein jetzt erstmal für die Folge zu 100%, mal gucken, wie es halt läuft. Unser Loadout an sich, Standard-Loadout, was wir auch noch praktisch in der letzten Folge anhatten, ihr seht, ich habe jetzt gerade einen Wodka und ein Bierchen mit dabei. Liegt daran, wenn man nämlich einmal, wenn man einen Wodka trinkt, bekommt man einige Debuffs, wenn die auslaufen, levelt man damit Immunity. Und wenn ich das Bierchen mir reinziehe, habe ich dadurch den Vorteil, dass ich dann praktisch direkt wieder die Hydration und Co. zurückbekomme. Und das heißt, wir leveln einfach ein bisschen Immunity und Metabolism so ein bisschen nebenbei auf Full Try Hard. Ansonsten, das dürfte jetzt eigentlich auch schon alles gewesen sein. Ich möchte nochmal eben kurz ein Factory Reset spielen mit dem Skeff, einfach, dass wir nochmal so ein bisschen mehr Kohle dazu bekommen, das ein bisschen nach oben pushen, dass wir so schnell wie möglich uns eine Lucky Skeff Junkbox kaufen können bei der wunderbaren Dame Therapist. Hier liegt das Ganze nämlich bei 1,1 Millionen Rubel. Das ist eine der Sachen, die wir eigentlich so schnell wie möglich halt haben möchten, dass wir unseren Stash ein bisschen einfacher organisieren können und diese Quest-Items, die wir in der Zukunft halt brauchen, ohne Probleme aufbewahren können. Ansonsten, ein guter Punkt, ich sehe hier gerade noch, dass wir einmal eben ganz kurz hier noch die Quests annehmen können, die Daily Quests. 10 Skeps töten, das dürfte heute wahrscheinlich drin sein, das machen wir auf jeden Fall. Und Doppel-A-Batteries, 2 Stück, 1300 XP, ja, ist ein bisschen, müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen, aber hier an der Stelle auf jeden Fall 10 Quests, das sollte auf jeden Fall ein Fokus von uns sein. Und dann sind das nochmal 1800 XP for free. Freunde, wir fangen an mit unserem Skepper Factory, wie es sich gehört, wie wir es kennen, wie wir es alle lieben. Und weiter geht's. Alright, wie sieht's aus? Alter, 50.000 und ein ganzer LCD. Okay. Nehmen wir mit. Warum nicht, ne? 50.000 Rubel, damit spawnt man gerne. 10 Minuten noch auf der Uhr. Das nehmen wir mit. Einfach ein bisschen Stuff, dass wir halt keine leeren Slots haben. Schadet nicht. Wir können mal eben kurz noch oben ins Office reingehen. Das ist ein Player-Scav. Alles klar. Können wir halt mal gucken, ob er jetzt oben bereits im Factory Office halt gelootet wurde. Ich gehe davon aus, da ist, glaube ich, auch jemand drin. Ah, okay. Das ist ein Player-Skiff, alles klar. Das ist ja ein normaler Skiff, ne? Oh! Wenn es ein normaler Skiff ist, Moment, die Türen sind zwar auf. Aber lass uns hier nochmal ganz kurz reingucken. Ja, okay, never mind. Dann gehen wir raus, alles klar. Nichts Großartiges bekommen, die 50.000 nehmen wir sehr, sehr gerne mit und den Rest, die können wir einfach ohne Probleme an die Händler jagen. Da sind jetzt keine großartigen Quest-Items dabei, die wir jetzt unbedingt benötigen. Zack, und weg damit. 86k plus die 50k, not bad. Nehmen wir sehr gerne mit auf die Art und Weise für dieses kurze Zeitinvestment. Top. So, jetzt allerdings nochmal ganz kurz einmal überprüfen, wie sieht's hier aus? Habe ich alles dabei? Nasdaq Money ist da. Extra Cheese, alles wunderbar. Ja, passt alles ohne Probleme. Wir können auf jeden Fall auf die Art und Weise in den nächsten Raid reinstarten. Top, let's go. Und wir haben auch, glaube ich, die 1-Millionen-Marke geknackt, ne? Ja, schön, sehr schön. Auf geht's. Wir schwingen uns auf Customs. Hoffen wir mal, dass wir direkt auch unseren Key bekommen. Let's go. So, dann schauen wir mal, wo wir gespawnt sind jetzt auf Customs. Und gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir eher in Richtung Big Red Seite gespawnt sind. Würde es ein bisschen einfacher machen. Und natürlich sind wir genau auf der anderen Seite gespawnt. Super. Grandios. Warum sollte es auch so laufen, wie wir es uns wünschen? Hammerstart. Alles klar. Denn wir müssen jetzt einmal den Unknown Key holen. Ich glaube, das sind noch meine Arena-Farb-Settings. Uno, Moment, du Buffer wurde.
Das ist hier noch alles ein bisschen zu hell und vor allen Dingen auch ein bisschen zu viel Sättigung. So, alles klar. Und auf geht's. Wir gucken jetzt an der Stelle einmal, dass wir ja irgendwie gucken, dass wir den Quest-Key bekommen. Und dann könnte man eigentlich schon die Runde resetten und wir probieren es direkt nochmal. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Dann wären wir einmal direkt im Vollsprint praktisch über die Map gerannt. Die ersten Shots sind schon bei der Old Gas Station. Ich denke mal, das sind wahrscheinlich ein paar Scavs, die jetzt dort gespawnt sind. Die einen Spieler fighten, der wahrscheinlich hier in diesem Gebäude gespawnt ist. Oder ist es noch weiter entfernt? Schwer zu sagen. Schauen wir mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Super. Okay. Ja, hier ist es ordentlich dunkel dran. Vielleicht sollte ich doch nochmal ein bisschen die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal nichts von. Ich möchte jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich erst... Okay, da oben. Right Angle Peak aufbauen. Und wir machen es. Langsam. Blutung eben kurz stoppen. Wie spielt er das jetzt? Das ist ein Skiff, der da oben steht. Mal eben den Moment nutzen und hier hochrennen. So. Okay. Er weiß, dass ich jetzt praktisch nur hier oben pieken kann. Oh shit. Ja, oder auch nicht. Das ist jetzt sehr unangenehm. Der Shotgun-Skiff macht es mir gerade echt schwierig, sich einen anständigen Winkel aufzubauen. Okay. Er wird jetzt hier oben rechts pieken wahrscheinlich. Probieren wir mal eine Nail zu schmeißen. Könnte ganz gut kommen. Könnte ihn nach rechts rauszwingen. Oder auch nicht. Ich möchte auf jeden Fall meinen Thorax wieder heilen, sonst habe ich gleich ein Problem. Und Thorax. Da steht er. Okay. Und so. Schön einmal den White Swing rechts um die Ecke lehnen und rein da. Wobei, großartig weit war das jetzt nicht durch die Boxen, aber gut. Nehmen wir so mit. Die Scavs müssen wir auf jeden Fall versuchen, hier gleich noch mitzunehmen. Okay, die AKSU hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Vierer Helm nehme ich auch sehr gerne mit. Spieler an. Da kommt die Nähe drüber. Steppt auf Metall der Spieler. Ah, mal schauen. Hast du geladen? PSGS. Egal wie, das ist eine richtige Kacksituation gerade. Um den Käse noch so ein bisschen zu nutzen, um so schnell wie möglich hochzuheilen. Flashbang vom Gegner. Okay, der ist komplett rechts rumgeschwungen. Habe ich noch irgendwas, was ich im gegnerischen Spieler haben will? Nö. Also, tschüss. Da vorne ist auch noch irgendwas. Kann auch gerade nicht sein. Wir müssen den PvP aus dem Weg gehen. Das ist ein Long-Range-Fight, wo der Gegner einfach den maximalen Vorteil hat. Macht keinen Sinn, das jetzt zu forcieren. Also, einmal hier unten kurz die Medic-Spawns mitnehmen. Noch für Saleva. Und weiter geht's.
Dann gucken wir mal, dass wir einen etwas anderen Winkel jetzt erstmal aufbauen, weil das macht gerade einfach keinen Sinn, da noch irgendwie noch länger zu bleiben als notwendig. Ich muss hier, glaube ich, wirklich echt nochmal ein bisschen die Helligkeit hochschrauben. Weil sonst wird es ein bisschen unangenehm. Wahrscheinlich auch in der Aufnahme. Respawn ist hier unten nichts, alles klar, check. Heal-Items hätte ich noch ganz gut gebrauchen können von den anderen Spielern, ne? Aber gut. Machst du nix. Wir haben gerade eben hier vorne was gesehen. Frage ist, ist es ein Skiff oder ist es ein Spieler? Skiff. Alles klar. Dann so. Machen den Strom an. Vielleicht bringt das irgendjemanden dazu, über Strom wieder rauszugehen. Und ich würde nochmal eben ganz kurz die Skeps hier tatsächlich anlooten. Okay, das ist ein Skiff. Weiß ich nicht. Okay, weiter geht's. Nein, habe ich nicht. Ja gut. So viel zu dem Thema. Ja, Skeff hat Eis vom Sniper Skeff, alles klar, unangenehm. Ja, keine Ahnung, natürlich hätte ich mich irgendwie ein bisschen defensiver hinlegen können, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so problematisch ist, da jetzt den Skeff noch fix zu looten für ein bisschen Heal-Items. Dachte ich jetzt noch wirklich 5 bis 10 Sekunden. Okay, beim nächsten Mal bleibe ich wirklich komplett defensiv. Ich hätte nicht gedacht, dass heute ein solcher Tag auf Tag ist, aber gut, heute ist scheinbar ein solcher Tag auf Tag. Alles klar, zack, heilen und weiter geht's. Wir quitten uns direkt für die nächste Runde. Gut, wie sieht's hier aus? Was würden wir an der Stelle mitnehmen? Ich möchte auf jeden Fall erstmal einen Rucksack haben. 4er Rüstung, sehr gerne. GSSH-Kopfhörer nehmen wir auch mit. Top. Helm dürfte ich jetzt noch keine haben. Wie war das? Prepper Level 1. Hast du jetzt gerade einen Helm für mich schon? Nee, hast du nicht. Stimmt, das war ja alle, wurde alles geändert für diesen Wipe. Stimmt, da war was. Und Grizzly hätte ich auch nehmen können zum Heilen, um nochmal ein bisschen mehr XP zu bekommen. Schade. Ansonsten, Painkiller haben wir hier alles. Granate nehmen wir ebenfalls mit. Welche Waffe wird allerdings jetzt gespielt? Ich würde nochmal sagen, die PP19. Das geht eigentlich ganz gut vom Recoil-Verhalten, immer wenn man die PP19 spielt. Ich würde da sagen, dabei bleiben wir auch auf jeden Fall. Ich hätte noch ganz gerne einen weiteren Hammerstart. Können wir von mir aus auch noch einen S-Mark noch ebenfalls nutzen. Splint ebenfalls mit dazu und eine Army Bandage, um eine Blutung zu heilen. Käse haben wir bereits. Und ansonsten bei Therapist können wir, glaube ich, noch kein Carfest Aid Kit kaufen. Richtig, können wir noch nicht. Bedeutet, wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns noch einen weiteren Käse organisieren. Von der wunderbaren Dame. Und top, alles klar, zack, haben wir auf die 4 gelegt. Dann dürften wir jetzt erstmal auch genug haben für den nächsten Raid. Facecover würde ich mir auf jeden Fall ganz gerne noch anziehen. Einfach, dass unser Schädel nicht ganz so glänzt, wenn wir jetzt schon gar keinen Helm aufhaben. Ist es auf jeden Fall recht angenehm, dort nochmal eine Balaklava oder sonst irgendwas anzuziehen. Gerne auch später ein Momex oder sowas, wenn man die höheren Level von Ragnar freigeschaltet hat. Das wäre auf jeden Fall schon noch wichtig. Ansonsten sieht das eigentlich aus, als ob wir hier gut equipped sind. Wir haben jetzt noch 79 Energy. Dürfte eigentlich ohne Probleme passen. Wir nehmen uns noch einen Max Energy für den nächsten Raid mit. Dann dürfte das auch gut sein. Dann können wir uns den direkt reinziehen am Anfang des Raids. Ich glaube, ich habe tatsächlich am Anfang vom letzten Raid vergessen, den Wodka und Co. zu trinken. Ne? Unangenehm. Egal. Ist jetzt so. Und dann würde ich sagen, machen wir Customs direkt nochmal und hoffen wieder auf einen etwas besseren Spawn. Let's go. So, dann schauen wir mal, wo wir gespawnt sind. Ich hoffe, die Runde wird jetzt dieses Mal ein bisschen erfolgreicher laufen. Ich bete einmal bitte Trailer Park spawnen. Na super. Aber der ist trotzdem nicht schlecht, denn wir können hier einmal direkt einmal praktisch quer rüber in Richtung Exit und haben dort dann direkt schon die Leiche, die wir auch looten müssen. Ich sehe gerade, ich habe mir keinen Scope tatsächlich auf die PP19 gepackt, was vielleicht nicht so der beste Call ist, aber ja, schauen wir mal, wie Ironside jetzt so laufen wird. Insgesamt jetzt gerade Tag auf alles ein bisschen hell bei der Sonne, aber gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen mehr klarkommen. Dann passt das Ganze auch schon. Dann sehen wir wenigstens indoor ein bisschen was.
Hier steppt was. Ganz kurz Holz. Steppt auch was. Zack. Player weg. Nehmen wir kurz hier noch den, die Jacke mit. Portable Bankhaus Key, den brauchen wir später. Moment, tauschen wir so einmal. Jetzt ist die Frage, ist das ein Skiff hier oben? Oder nicht? Es ist ein Skiff. Nehmen wir. Interessantes Skiff-Equipment für uns vielleicht dabei? Nein. Alles klar. Jetzt wird's problematisch. Denn wir kommen hier relativ spät an tatsächlich. Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Zurück. Ich brauche Hardcover und zwar schnell. Jetzt bin ich tot. Okay. Euer Ernst jetzt? Das wird unangenehm. Thorax hochheilen. Könnten von der anderen Seite jederzeit noch gesniped werden. Also einmal bitte hier so schön in die Ecke. Na super. Wie möchte ich das spielen? Wie möchte ich das spielen? Wir haben ein Spiel direkt vor uns, genau da, wo wir eigentlich hinwollen. Warum ist der Penke da nicht durchgegangen? Gute Frage, nächste Frage. Gehen wir hier einmal rein. Und wir holen uns hier vorne den Engel. Wir hören ihn auch noch hier vorne. Hätte ich doch mal Aim. Hätte ich doch mal Aim. Dann hätten wir den so easy gehabt. Eieieiei. Headnape TGS. Auch komm, Alter. Ja, gut. Hätte ich doch mal Aim. Das wäre so toll. Alles klar. Nächste Runde. Ich habe mich wieder geheilt. Ich hätte es mit dem Grizzly machen können. Let's try again. So, wie sieht's aus? Wir haben jetzt schon mal die Viererrüstung equipped. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Rig, nochmal Heal-Items. Und dann sind wir eigentlich auch direkt schon ready für die nächste Runde. Wir bräuchten auch mal hier die PP19. Zack, hier können wir auch einmal ganz kurz Link Search machen. Und wir bekommen hier einmal noch ein Site raus, hoffentlich. Functional Sites, wunderbar. Ich meine, da hatte ich das Belomo letztens. Ich glaube, das hier ist tatsächlich ein bisschen cleaner, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir nehmen eher das. Zwei Magazine, top. Zweimal S-Mark zum Heilen. Analgien, eine Bandage, um eine Blutung zu stoppen. Zack. Splint. Und einmal hätte ich ganz gern noch einen Käse für den nächsten Raid. Und Portable Bankhaus Key haben wir jetzt auch. Das heißt, den können wir auch auf jeden Fall hier schon mal reinschmeißen. Das ist einer der Quest-Keys, die wir später benötigen. Top. Und wir holen uns noch einen weiteren Käse für unseren Secure-Container. Gut. Sieht gut aus. Wir trinken jetzt gleich nochmal ein Schlückchen, wenn wir hier in den Raid reingehen. Beziehungsweise können wir jetzt eigentlich schon mal machen. Zack. Einmal 15 Quass. Oh, geben wir nochmal ein bisschen mehr. Und nochmal. Top. So, passt. Nehmen wir einmal so mit. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze so direkt nochmal. Wir haben 3 Minuten noch auf dem Scav, das heißt, also gleich können wir auf jeden Fall auch den nächsten Scav-Raid spielen. Top. Und dann gucken wir mal, dass wir dieses Mal dann doch nochmal ein bisschen erfolgreicheren Raid haben. Let's go. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Mal gucken, vielleicht haben wir sogar einen Spawn direkt bei Ruhr. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Oder vielleicht einfach Big Red. Sieht's aus? Ja, geht Richtung Big Red. Nehmen wir so mit. Top. Also einmal im Full-Sprint bitte auf die andere Seite der Map. Und gucken, dass wir dann halt auch einfach so schnell wie möglich den Key bekommen, den wir benötigen. Um ja dann auch das Ganze hier, die Quest hier durchzuspielen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, wenn ich hier bei den Garagen spawnen kann, dann kann geradeaus hier vor mir ebenfalls ein Player spawnen. Hier dürfte, glaube ich, kein TMC spawnen können. Scope kann man nicht umschalten, richtig. Hier kann, glaube ich, kein PMC spawnen. Allerdings, wie gesagt, halt vor mir ist das Ganze möglich. Zumindest ist es so, wie ich es im Kopf habe.
Gut, den Spawn, den ich da gerade eben links auf dem Boden gecheckt habe, das ist ein Spawn, wo gefühlt jedes Item in Tarkov spawnen kann. Es gibt so einige hier auf Customs, die auf die Art und Weise, wo so einiges spawnen kann. Das ist einmal der sogenannte Giving Tree bei der Old Gas Station und ebenfalls dann auch direkt daneben praktisch auch im Gas Station Gebäude selbst. Dort auf dem Tisch kann so gefühlt alles mögliche spawnen. Guckt das auf jeden Fall, dass die Sachen immer mal abcheckt. Es gibt so einige Leute, wie zum Beispiel ich diesen Wipe, der da auch unter anderem eine Red Rebel gefunden hat oder sonstige farbige Keycards. Bringt also immer noch mal ganz gut was, wenn man ein bisschen Glück hat, dass man da so ein nettes Item rausbekommen kann. So, ich gehe davon aus, dass hier vielleicht ein Player gespawnt ist oder halt genau hier, wo ich jetzt stehe. Das ist halt die Frage aller Fragen. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, ob wir auf der anderen Seite des Wassers schon irgendwie was erkennen können. Wir haben hier auf jeden Fall gerade schon Shots gehört. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass hier ein PMC auf jeden Fall in Skeffs reingerannt ist. Oder ein PMC in einem PMC. Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall jeden Busch doppelt und dreifach checken. Ja, gerade dieser Übergang wird hier halt auch gerne mal taktisch bewartet. Nennen wir es mal ganz schlimm so. Und ansonsten sieht es jetzt, glaube ich, eigentlich ganz gut aus. Hier oben wird es nochmal interessant. Gucken, dass wir auf jeden Fall einmal genug Ausdauer haben, wenn wir hier oben ankommen. Um möglicherweise von einem Fight wegzusprinten. Und es ist auf jeden Fall irgendwas an Action. Mal kurz einen Painkiller rein. Gucken, dass wir uns einmal hier den Key rausholen. Sehr schön. Das ist schon mal das Wichtigste. Das haben wir. Und wir tauschen nochmal eben kurz unsere Rüstung aus. Schmeißen jetzt einfach gleich unsere Rüstung hier in den nächsten Busch. Top. Sehr cool. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit der Versicherung rumspielen. Und möglicherweise was aus der Versicherung wieder zurückbekommen. Sehr schön. Welchen Busch nehmen wir dafür? Ich kann mir vorstellen, dass der hier gar nicht mal so schlecht ist dafür. So. Ich möchte ungern über das L hier laufen. Weil sich hier sehr wahrscheinlich zu viele Spieler treffen. Wir gehen einmal hier in die Werkstatt rein. Okay. Skiff. Nehmen wir mit. Hinter mir könnte jederzeit ein Spieler jetzt um die Ecke ziehen. Nehmen die Wallet mit und das. So. Dann können wir hier drinnen ein bisschen sicherer looten. Ohne halt irgendwie direkt offen für irgendwas zu stehen. AFAK nehmen wir mit. Top. Das AFAK können wir auch direkt eigentlich mal eben ganz kurz austauschen gegen unseren eigenen Käse. In der Wallet ist erstmal nichts drin. Können wir aber trotzdem behalten erstmal. Weiß gar nicht, ob wir bereits eine Wallet im Stash haben, aber kann auf jeden Fall nicht schaden, eine mitzunehmen. So. Zack, hier noch irgendwas. Es dürften auf jeden Fall unsere Shots und Domes sein. Und jetzt einmal hier links rüber latschen und schön ein bisschen defensiv zu Fortress stehen, dass wir dort nicht über den Haufen geschossen werden. Oben haben wir gerade auch schon den Sniper-Skiff gesehen. Der ist ebenfalls noch ab. Den könnten wir gleich noch killen für unsere Daily. Und dann würde ich tatsächlich über Old Gas Station uns auch bewegen, dass wir da lang können. Hier einmal kurz. Zack. Muss ich hier überhaupt höher aimen? Dann mach's mal so. Wisst ihr was? Wir lassen es einfach. Wir lassen am Leben. Weiß ich nicht. Ich habe heute einen guten Tag. Dann so. Wir haben Shots im Fortress. Oh, moin. Nett. Wir haben Shots im Fortress selbst. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt unsere Route mal eben kurz ein bisschen abändern. Wir haben gerade ein paar Mal laut geschossen. Das heißt, hier muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Wie möchte ich das Ganze bespielen? Möchte ich jetzt trotzdem mit dem Rücken zum Fortress hier lang rennen? Ich würde sagen, wir gucken erstmal oben ins Fortress rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier mir jetzt direkt einen Header fange, wenn ich einmal kurz oben reingucke, ist nicht ganz so hoch.
Sieht gut aus. Sieht gut aus, alles klar. Halten wir uns hier links. Und einmal rüber bitte. Sehr schön. Zack. Boostjump. Und wir sind drüben. Rechts von uns ist auch ebenfalls ein Exit auf. Das ist sehr, sehr geil. Old Gas Station können wir auch gleich nehmen als Exit. Zack. Zack. Kurz anlooten. Ah, haben hier auch noch einen 20er Magazin von der SKS. Können wir auch noch ganz gerne mitnehmen. Das dürfte hier auch nochmal FMJ sein. Ich bin noch am überlegen, ob ich möglicherweise... Ich glaube, ich gehe lieber auf die normale SKS. Einfach zum Mitnehmen. Zack, zack, zack. Das Rig sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Schadet auf jeden Fall nicht, ein weiteres Rig am Start zu haben. So. Und jetzt? Ich bin gerade ein bisschen... Doch. Okay, ich war gerade ein bisschen verunsichert, weil der Unknown Key irgendwie nicht mehr als Quest-Item markiert wurde. War ich gerade ein bisschen verunsichert. Oh, unangenehm. Alles klar, das ist mir hier ein bisschen sehr unangenehm. Ein Skiff. Der andere dürfte jetzt hier links rumgezogen sein. Den Skiff will ich auf jeden Fall noch zuerst rausnehmen. Bevor wir jetzt hier in diese Aufschließanimation reingehen. Top, und damit haben wir unsere Daily auch abgeschlossen. Wir haben jetzt Geräusche gemacht, das heißt, es kann gut sein, dass wir jetzt auch möglicherweise gefaced werden. Was jetzt nicht ganz so cool wäre. Und wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir es. Wunderbar. Quest-Item soweit erledigt. Und unsere Daily ebenfalls auch abgeschlossen. Den Rucksack hätte ich ganz gerne. Zack. Pistole kann man mitnehmen, einfach zum Verkaufen. Ist ein offener Slot. Jetzt gehen wir hier einmal über diese Halle rüber zur Old Gas Station. Schauen hier nochmal kurz in das Regal rein. Im Regal kann es nämlich ebenfalls aus dem Spawn, wo gefühlt alles mögliche in Tarkov spawnen kann. Den nehmen wir noch ganz gerne mit. Nope. Nope. Das hier, G-Glasses. Nope, 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 nope. Interessiert uns jetzt erstmal nicht. Und jetzt heißt es einmal rüber zur Old Gas Station. Eieiei. Okay. Wir haben eine Blutung. Nutzen wir die Bandage auf jeden Fall direkt für. Und ich glaube, ansonsten müssen wir jetzt hier erstmal nicht großartig was heilen oder sonst was. Einfach gucken, dass wir so schnell wie möglich herauskommen. Und dann passt das Ganze. Da geht es uns jetzt erstmal wirklich darum, einfach hier den Quest Progress mit nach Hause zu nehmen. Und die XP mitzunehmen. Eine Ghostmaske, I mean, warum nicht? Hot Rod. Trinken wir auch jetzt mal eben ganz kurz. Hier unten einmal ganz kurz erstmal so reinchecken, weil dort stehen gerne auch nochmal ein paar Skips. Und damit hätten wir die Extortionist abgeschlossen. Top. Sehr, sehr geil. 3200 XP nehmen wir mit. Und Daily, wie gesagt, ebenfalls abgeschlossen. Also an der Stelle allein schon nur durch Quests 5000 XP zum Mitnehmen. Top. So, wie sieht's hier aus? Peacekeeper, einmal eine Daily zum Mitnehmen. Zack, abgeschlossen. Wunderbar. Und Skier Stirrup können wir erstmal annehmen. Das heißt, PMCs mit Pistols töten. Wunderbar. Und
Top, What's on the Flash Drive. Jetzt haben wir erstmal die wunderbare USB-Stick-Quest. Und die beste Art und Weise, USB-Sticks zu bekommen, ist einmal in Aktenschränken, vorne an PCs dran, wobei das eigentlich schon seit mehreren Vibes relativ egal ist, und ebenfalls in Saves. Saves sind tatsächlich sau gut und gerne mal auch so ein bisschen overlooked bzw. underrated, was USB-Sticks angeht. Deswegen auch hier an der Stelle für die USB-Sticks. Die beste Art und Weise, das Ganze zu finden, für mich persönlich, sind einmal Scav Runs auf Factory. Das mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Einmal eben kurz ins Office oben reingehen. Wie immer, ihr kennt das, Freunde, ne? Es wird sich einfach bis hin zu Level 42 genauso durchziehen durch dieses Format, dass wir es einfach genauso spielen werden und immer wieder ein bisschen Kohle so scheffeln. Und genau das tun wir jetzt auch. Hoffen wir mal, dass Factory Office oben noch nicht gedootet wurde und dass wir jetzt direkt auch einen USB-Stick bekommen. Direkt first try, einfach richtig, richtig dreist. Let's go. So, wie sieht es aus? Okay. Gut, nett. 10 Minuten. Warte, wie dreist ist das? Rechts von uns war gerade ein Schuss. Ich hatte kurz überlegt, ob ich tatsächlich auch das Medic Tent tatsächlich auch loote. Denn dort können wir ja auch nochmal möglicherweise einen Salever oder so bekommen. Aber wenn da jetzt gerade auch schon jemand schießt, macht es keinen Sinn, da auch lang zu gehen. Hello, Gizzard. Yeah, do you have a flash drive, by any chance? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr zu reden. Alles klar. Ah, okay. Dieses Doppel, ich denke mal, dann wird der auch schon gelootet sein. Wie sieht es hier in den Jacken aus? Wir könnten es halt jetzt nochmal echt riskieren. Und könnten wirklich versuchen, noch in die andere Richtung zu gehen, um das Ganze nochmal mitzunehmen. Um das Medic-Gebäude mitzunehmen. Das tun wir jetzt auch, scheiß drauf. Wir können ja jederzeit auch wieder zurückrennen ohne Probleme. Ich habe zwar keinen Painkiller, aber wenn es eng wird, dann würde ich sagen, rennen wir einfach so schnell es geht wieder weg. Links steppt irgendwas. Das ist ein Player-Scav. Soll für uns nicht großartig interessant sein. Für uns sind diese Medic-Taschen, die hier sind. Eine Medic-Tasche. Wow. Okay. Gut, wir haben einen Mondschein. Wir können uns nicht beschweren. Das ist, also, mich hier in diesem Raid zu beschweren, das wäre frech. Nee, alles klar. Soll nicht sein. Dann nehmen wir den Mondschein mit. Den Mondschein, das werdet ihr gleich sehen, wird wahrscheinlich vielen von euch nicht gefallen. Aber den Mondschein jage ich gleich direkt an den Händler. Einfach, dass wir da nochmal ein bisschen Kohle bekommen, dass wir so schnell wie möglich der Lucky Scav Junkbox uns nähern. Ein paar Stasch. Was ist mit ihm hier? Kriege ich jetzt gleich den übelsten Flick oder was passiert hier jetzt gleich? Ne? Okay, top. Sehr schön. Den Moonshine jagen wir jetzt gleich. Ich glaube, ein Therapist ist die beste Art und Weise, das Ding zu verkaufen. Und ansonsten den Rest können wir eigentlich auch direkt schon an die Händler jagen. Beziehungsweise nicht an die Händler jagen, aber an Fans jagen. Ich bin gerade am überlegen, möchte ich noch das Tarzan-Rig mitnehmen? Eigentlich habe ich hier schon ein weiteres Rig dabei. Ja, das können wir auch noch ebenfalls auch verkaufen, indem wir es einfach an Ragman verkaufen. Denn dort bekommen wir nochmal ein bisschen mehr Kohle für die Smoke-Maske. Ansonsten würde ich jetzt sagen, nochmal ein ganz guter Raid, einfach nur für die Finanzen, einfach nochmal so ein bisschen nach oben zu pushen, nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Schauen wir mal, wo wir jetzt genau finanziell tatsächlich auch enden. Jetzt hier, nach dem Scav-Run, zack, 126.000 und nochmal eben kurz die Bilder klar. Wir sind jetzt bei circa 1,1 Millionen Rubel. Nehmen wir sehr gerne mit. Top. Das heißt also, ich denke mal, vielleicht in zwei Folgen schaffen wir es dann auch schon, unsere erste Scav-Junk-Box zu kaufen, wenn das weiter so läuft. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt genau laufen wird. Freunde, wenn euch das Level-by-Level-Format gefallen sollte, auf jeden Fall denkt dran, ein bisschen Feedback dazu lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ansonsten, good luck in euren Raids.